Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und gerade in Düsseldorf. Und hier habe ich das neue Flagship-Smartphone von Nokia, nämlich das Nokia Lumia 900. Ein paar technische Details: Wir haben hier ein 4,3 Zoll AMOLED-Display von Samsung verbaut. Haben hier drei Touch-Buttons, nämlich zurück, Windows-Taste und die Bing-Suche. Das 900 hat jetzt endlich auch eine Frontkamera hier. Und schauen wir es uns mal von der Seite an. Hier haben wir nichts auf der linken Seite. Unten ein Lautsprecher. Auf der rechten Seite dann die Lautstärketasten, den Einschalter und dann hier noch die Taste, um Fotos zu machen. Was sehr schön ist, ich finde so eine Taste, um Fotos zu machen, eigentlich wirklich sehr wichtig. Hier oben haben wir dann den SIM-Karten-Slot und den Micro-USB-Port zum Aufladen und Synchronisieren und dann noch den Headset-Port für euer Headset zum Musik hören. Auf der Rückseite haben wir die 8 Megapixel Carl Zeiss Kamera mit LED-Blitz, sogar Dual-LED. Und als Prozessor haben wir hier einen 1,4 GHz Single-Core-Prozessor. Der ist aber auf jeden Fall ausreichend, um hier das neue Windows Phone 7.5 Tango zu nutzen. Und das sieht auch schön flüssig aus. Wenn wir hier die Kamera öffnen, haben wir hier die spezielle Taste. Wir können dann hier einfach mal schnell draußen ein Foto machen. Machen wir das mal schnell. So. Okay. Und das sieht schon ganz nett aus. Auf jeden Fall sehr... Ja, das sieht ganz gut aus, ja. So, und ja, die Auflösung von dem Display ist 800x480 und wenn ihr euch fragt, was hier für ein Akku verbaut ist, 1830 mAh haben wir drin. Also sollte man damit auch hoffentlich gute Akkulaufzeiten erreichen können. Das Nokia Lumia 900, das derzeitige Flagship von Nokia hier in Düsseldorf.